Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Und zwar, ja, ihr seht schon, ich habe ein bisschen wieder was vor. Es sind ein paar Fohlen gekommen, es sind ein paar Neuzugänge mit dabei. Ich habe ein paar Zuchthengste rausgesucht. Die habe ich allerdings so ein bisschen random einfach ausgesucht, weil weil ich jetzt nicht so viele Stuten frei hatte zum Decken und genau, also wir fangen mal mit an. Und zwar, das ist glaube ich das neueste Mädel, was ich im Stall stehen habe. Verzeiht mir, ich habe die noch nicht gepflegt. Ich habe aktuell, Leute, wo ich das gerade jetzt gerade so anspreche. Wir schreiben jetzt alle mal, also ich lade euch zu aller Challenge mit ein. Und zwar, die beinhaltet, einen Monat lang kein Premium-Account zu haben. Also wer bei dieser Challenge mitmachen möchte, ich werde das jetzt nochmal für den ganzen März machen, schreibt mir mal in die Kommentare mit rein, Hashtag NoPremiumAccount. Dann weiß ich, ihr macht mit dieser Challenge mit. Das würde ich sagen, machen wir jetzt für den März. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, verdammt, ich habe jetzt gerade noch gekauft, kein Problem. Dann, wenn euch das gefällt und ihr euch das, also wenn ihr das lustig findet, ich finde es irgendwie gerade lustig, die Idee, dann, wie gesagt, probiert es mit mir zusammen aus. Wie gesagt, in den Kommentaren einfach mit rein, Hashtag NoPremiumAccount und dann weiß ich, dass ihr mit mir zusammen die Challenge machen wollt. Ist alles freiwillig natürlich, ihr müsst es nicht tun, aber vielleicht hat ja der ein oder andere Bock damit mitzumachen und ja, mal gucken, was wir so feststellen, denn ich habe nämlich schon ein bisschen was festgestellt. Aber lang genug rumgeschnackt, ich habe mir diese kleine Maus gekauft und Leute, ohne Witz, die war super günstig. Also, was heißt günstig? Das ist so ein Schnapper gewesen, das kleine Mäuschen. Die hat wirklich, also die hat 3 Average. Ja, ich weiß, in der Zuchtgemeinschaft, wo ich mit drinne bin, haben die durchaus mittlerweile bessere Werte und alles. Aber die Finnies sind irgendwie so, ja, so ein kleiner Spaßprojekt bei mir. Spaßprojekt? Kleines Spaßprojekt geworden. Einfach, weil ich diese Fellzeichnung unheimlich schön finde und ja, die durfte bei mir einziehen. Ist ein Sabino. Ich finde die Farbe auch wunderschön. Ich sehe gerade auch wieder, das ist von Yumiko ein Hengst. Der müsste bei Yumiko stehen. Sage ich doch. Der steht bei Yumiko. Und ja, das war aber nicht ausschlaggebend Grund, warum ich die gekauft habe, sondern einfach der Preis. Ich habe, ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, wie viel ich für die jetzt bezahlt habe. Na, ne? Was meint ihr? Wie viel habe ich dafür bezahlt? Ich sag's euch. Ich habe da nur 6.000 für bezahlt. Für das kleine Mäuschen. Wie gesagt, ich fand für das GP, das war jetzt nicht mega schlecht. Und konfitechnisch, ja, ist jetzt nicht die beste. Aber mein Gott. Die Farbe ist, ich finde einfach diese Kopfzeichnung einfach schön. Und deswegen musste ich sie kaufen. Als nächstes auch ein kleines Mäuschen, was ich gekauft habe. Das ist, war das von irgendjemandem aus der Zuchtgemeinschaft? Nee, ich glaube nicht, aber der ist, meine ich, auch, ja, der ist auch ursprünglich von Yumiko Einhengst. Ja, hier, Hörsehen hilft. Wie gesagt, die war ein bisschen teurer, aber hier sieht man leider nur hier. Seht ihr das? Dieses ganz kleine weiße Schnippchen an der Schnute. Das weist darauf hin, dass die ein Sabino ist. Und die habe ich tatsächlich nur wegen dem GP gekauft. Und ja, die ist gar nicht so schlecht. Also die hat ein verdammt hohes GP. Die hatten verdammt nicht schlechte Werte. Und ja, deswegen. Also da bin ich mal gespannt, was ich da später mal aus ihr rauskriege. Und als nächstes kommen wir zu meinen eigenen Projekten, die ich so vor mich hündümpel. Mein Gott, ich habe leichte Sprachstörung wieder. Man merkt es. So,
Der junge Mann ist gestern erst zur Welt gekommen. Ich hatte da mehr Hoffnung. Der, ja, GP ist in Ordnung. Der war aber, glaube ich, ja, der hat 2, 4, 6. Der hat 6 Average. Ja, es ist ein Cream Pearl, ja, aber der ist unheimlich schlecht. Der ist unheimlich schlecht. Das Einzige, was reizt an dem, ist echt das GP. Das ist nicht so schlecht. Ich glaube, die Gesundheit, ja, wobei es geht mit der Gesundheit, geht es. Ich weiß nicht, ob ich den behalten soll. Weil er hat sich natürlich die 4 Average plus die 2 Average von den Eltern gekrallt. Also er hat sich wirklich gedacht, nö, ich nehme die 6. Die sind ganz okay, die nehme ich. Nein, ich mache da kein Gut draus. Average, alles klar. Läuft, wie gesagt, ob ich den jetzt wirklich behalte, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal abwarten. Als nächstes nehme ich nochmal einen Halbbruder von ihm. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, ich glaube, der war so unterirdisch schlecht. Ja, also der hat GP-technisch Katastrophe. Dafür sind dann die Werte aber wieder ein bisschen besser. Ich glaube, Konfi-technisch tun die sich nichts, aber der hat einen Doppel-Pearl. Was mache ich? Ich habe 2 Hengste, die ich eigentlich gerade aktuell nicht so gut gebrauchen kann. Und ich glaube, verkauft kriege ich die auch nicht. Ja, der ist von der Gesundheit ist ja schlechter. Help me. Help me in den Kommentar, bitte. Bitte, danke. So, dann kommen wir nämlich noch zu einem kleinen Mädel. War ein Mädel? Ja. Das ist eine komplette Eigenzucht. Das ist so eine 50-50-Sache bei der, ob die jetzt ein Rabbi wird oder nicht. Denn wie gesagt, Mama ist nur ein Rabbi-Träger. Die ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also 681, ja, ist ganz weit weg von dem, wo ich hin will. Aber ich muss mal gucken, dass ich halt so ein bisschen ja, Blutlinien da strukturiere und so. Was gut ist, sie hat ein Doppel-E, also wenn ich da jetzt noch mal einen schwarzen Hengst drauf packen würde später, würde da auf jeden Fall was Schwarzes mit rumkommen. Was mir so ein bisschen Magenschmerzen macht, ist halt wirklich, dass dann das Champagne, das hält wieder unheimlich auf. Okay, also das Splashbite 1, da komme ich irgendwie nicht so wirklich von weg. Sie hat aber dafür 2, 4, 6 Very Good. In die Show war sie noch nicht. Gesundheit habe ich auch noch nicht getestet bei ihr. Ich bin gespannt. Also vielleicht kriege ich mit ihr halt, dass es wieder so ein bisschen Konfi-Stute wird. Die hat... ja, sie hat bessere Very Good als ihre Mutter. Also so schlecht ist sie im Großen und Ganzen nicht. Aber da muss ich erstmal gucken, wie sie sich so entwickelt. Warum sind die alle auf Ausbildung? Mann. Dann sind die ersten Fohlen von meinem, ich glaube, Walk of Fate gekommen. Der schafft ja tatsächlich die 93. Und ja, das war so ein Experiment. Bis jetzt bin ich leider noch nicht so ganz so zufrieden mit dem, was er vererbt. GP-technisch, ja, kommt drauf an. Was da so, ja, weiß ich nicht. Also, das ist ja ein Hengst von Bachelor Lady. Bachelor Lady, falls du das siehst und du ein paar Stuten frei hast, würde ich dich doch mal, natürlich nur, wenn du möchtest, aber würde ich dich mal bitten, dass du vielleicht einfach mal ein paar Fohlen mit ihm züchtest, ob du da bessere Ergebnisse hast, ne? Oder halt irgendwer aus der Community. Weil es kann jetzt ja einfach auch nur sein, dass ich schlechte Fohlen aus ihm rausgekriegt habe. Wie gesagt, also da, ja, falls du Zeit mal hast, melde dich mal bei mir und dann, dass du vielleicht mal ein paar Stuten mit ihm deckst. Und ja, aber wie gesagt, dafür hat er viel Very Good abgekriegt und 87 ist ganz okay. Also, wie gesagt, der hat 10 Very Good, der Kleine. Ich glaube, so schlecht ist er auch nicht. Er hat ein E, hat ein Dann und das war's. Also wird so aussehen wie der Papa. Nur das GP lässt zu wünschen übrig. Dann kommen wir wieder zu einem, ja, kleinen Experiment, was gar nicht so wahrscheinlich wieder geglückt ist. Ich habe da Gisela stehen. Jetzt muss ich mal gucken. Achso, deswegen habe ich Gisela da stehen, weil einfach der... Nee, weg damit. Das
Wobei, was machst denn du? Ah, 86. Ich glaube nicht, dass ich den verkauft bekomme. Mit 9 Very Good. Ich glaube, das reizt keinen mehr. Diese Very Good-Zahl, das ist, ja, er hat ja auch 2 Average hier drinne. Nee. Der wandert zu Gisela. Mal hat man auch einfach Pech. Dann nochmal so ein kleines Experiment. Wie gesagt, ihr merkt schon, ich habe jetzt mal ein paar Stunden mit dem Decken gedeckt. Und das sind alles irgendwie nur Hengste geworden. Der ist bei 670. Auch besser wie der Papa vom GP her, weil der Papa hat ja nur 670. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, Doppel-E, A. Und das dann hat er nicht mitbekommen. Der hat ja auch 9 Very Good. Der wird mich aber verlassen. Also ich glaube, da habe ich gute Chancen. Wenn er sich vielleicht so bei 88 einpendelt, habe ich vielleicht ganz gute Chancen, den später zu verkaufen. Und so schlecht ist der auch von der Gesundheit nicht. Der wird, ja, der wird verkauft. Ich kann sie nicht alle behalten. Es geht leider nicht und deswegen wird er halt verkauft, der Kleine. Dann haben wir noch einen Hengst. Meine Güte, warum habe ich so viele Hengste? Was stimmt denn hier nicht? Genau. So, was ist mit dir? Ich weiß nicht. Ist ein kleiner Hengst. Ich habe so viele Hengste. Der könnte aber 3, 4, 5, 6. Der hat 6 Very Good. Ist so gemischt. Da muss ich echt nochmal den so ein bisschen beobachten, ob ich den wirklich behalte, weil er ist zwar vom GP her besser als sein Papa, ist aber wieder, also ist so irgendwie so im Mittelfeld, würde ich sagen. Macht denn die Mutter so schlechte Konfi? Oh, ja. Also Mutti kriegt das auch so schlecht hin. Oh. Ja, okay, ich glaube, dann ist das wieder mehr so ein Verkaufspferd. Das muss einfach auch sein. Wie gesagt, ihr kennt das ja sicherlich selber, wenn ihr dann... obwohl er eigentlich so süß ist. Naja, man kann nicht alles behalten. Es geht leider nicht. Dann eine kleine Stute. Da, genau, das ist nochmal so ein Experiment gewesen, die beiden. Genau, er ist ja nur ein Rabbi-Träger. Und da ist 712 rausgekommen. Die wird auch auf jeden Fall bleiben, auch wenn sie einen Average mit dabei hat, schlechte Konfi macht, ist mir so ein bisschen in der Hinsicht, ich sag mal, wurscht. Champagne wird, Champagne hält wieder so auf, Mann, musstest du dir das mitkrallen? Egal, 712, die wird erstmal definitiv bleiben und ja, ich habe nochmal eine Stute wieder mit dem Ziel, was ich ja so drauf hinzüchte und da könnte ich vielleicht sogar einen meiner anderen Hengste mit drauf packen. Ja. Okay, wir kommen zu den Trakehnern. Da habe ich nämlich auch nochmal wieder ein bisschen Nachwuchs bekommen. Das ist von meinem eigenen Hengst. Ich glaube, das ist aber ein Hengst, der in den Verkauf, glaube ich, geht. Ja, der geht in den Verkauf. Wer ihn möchte, kann ihn gerne haben. Übrigens kein Flexen, sondern nur ein Flex-Träger. Hat er nicht auch... Ah, das Rowan. Der wird so ungefähr so aussehen wie sein Großvater, aber der wird auch verkauft. Ihr merkt schon, ihr könnt demnächst wieder so ein bisschen shoppen bei mir, falls ihr Pferde von mir haben möchtet. Dann nochmal die beiden miteinander verpaart. Ist ein kleines Mädchen geworden. 732, ja, ist jetzt auch nicht so der Kracher, aber sie hat die Farbe halt, die ich bei den Flexen ganz gerne haben möchte. Und ja, deswegen bleibt die auch bei mir. Also sie ist, ich habe ja letztens gesagt, alles was unter 750 da ist, bleibt nicht bei mir. Aber wie gesagt, die kommt dem, was ich haben möchte, farblich kommt die dahin. Und ja, deswegen wird die auch erstmal bleiben. So schlecht ist sie jetzt auch erstmal nicht. Wie gesagt, irgendwo muss man halt so ein bisschen jonglieren. So, was war mit dir? Ah, so, jetzt sind wir schon bei den Zuchthengsten. Wie gesagt, ich habe Zuchthengste random ausgesucht. Jetzt muss ich mal eben gucken. Der hat 31, ob sich das überhaupt wirklich lohnt, mit dem
zu züchten. Und Tobiano hat er auch noch. Ich glaube, okay, dann züchte ich nur mit den beiden. Das ist ja ein selbstgezogener Hengst von mir. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich weiß, wo der steht. So, wartet mal. Wir züchten mit dem. Jetzt ist so die Frage, mit wem verpaare ich dich? Weil ich glaube, mit... Kann ich dich... Na, wo... Es wäre sinnvoll, wenn ich die beiden miteinander verpaare. Ja, ich glaube, das wäre doch schon ganz sinnvoll. Jetzt muss ich mal eben gucken. Die Blanka. Was hast du denn hier noch? Du hast nämlich in Galopp. Mhm. 91. Nee, wisst ihr was? Wir machen die beiden. Die beiden verpaaren wir miteinander. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass sie den gleichen Stammbaum hatten. Und dann nehme ich nochmal den Papa von ihm, weil der halt ein gutes GP hat. Und packe den auf sie mit drauf. Bauen ist Splashbite 1. Das könnte vielleicht ein bisschen besser funktionieren, einfach vom genetischen Potenzial her. Mal gucken. Mal gucken, was dabei rumkommt. Wie gesagt, die beiden einmal. Und dann wollte ich euch nochmal so ein bisschen ja, neue Farbvarianten bei den Shiren zeigen. Ich habe nämlich gerade mal geguckt bei denen und ich habe so mega schöne Farbvarianten gefunden. Mit dem werde ich nicht züchten, weil der wieder ein Schweinegeld, na, wobei es geht. Aber wie gesagt, mit dem werde ich nicht züchten, obwohl er ein Sabino ist. Aber wie gesagt, mal einfach so ein paar neue Farbvarianten, die es jetzt ja mittlerweile bei den Shires gibt. Mal gucken, ob ich auch so mal noch so eine Farbe hinbekomme. Dann habe ich nochmal den gefunden, der ist halt, ja, so mehr so ein bisschen, das geht schon ein bisschen ins Graue, ist aber komplett ein Rappe, müsste halt Rappe sein, genau. Also ihr seht ja, die Eltern sehen anders aus. Ist auch ein Sabino, ich habe nur eine Shire-Stute, die ich gerade decken kann. Dann habe ich nochmal die Variante, das ist nämlich auch ein schwarzer. Na, wenn wir mal hier reingucken, der ist komplett schwarz. Der hat aber so ein bisschen braun mit drin, also so bräunlichen Unterton hat der. Und dann habe ich noch den gefunden. Und Leute, ist der nicht wunderschön? Der ist wirklich wunderschön. Ich weiß halt gerade nicht, welchen Hengst ich nehmen soll. Soll ich jetzt den oder den nehmen? Ich schwanke wirklich zwischen den beiden. Aber ich glaube, was machst denn du? 86, 86, 86 und der andere, was macht der andere? 86, 87, okay. Ganz klar, damit hat dann doch komischerweise der junge Mann gewonnen. Also der hat jetzt doch die bessere Konfi. Und ja, ich werde jetzt einfach mal mit dem züchten auch. Und hoffe, dass das, wobei, wartet mal, ich glaube, ich wollte eigentlich, wollte ich nicht mit dem züchten? Dusseltante. Wartet. Was hast denn du? Hatte ich nicht noch einen, der besseres Potenzial hatte? Moment. Nee. Hatte ich nicht noch einen mit 40? Aber der hat leider nicht so gute Werte hier. Also der hier, der hat ein, der hat zwar ein gutes GP, aber das war's dann auch. Und einen Average. Nee, okay. Nein, es bleibt hier mit bei. Wir züchten jetzt mit den beiden. Drückt mir die Däumchen, dass, sie aufnimmt. Und ja, ihr seht schon, ich bin schon wieder pleite. Mann, ich muss ein bisschen mehr was tun hier. Aber ihr Lieben, falls ihr auch Shire züchtet, schaut mal so ein bisschen aktuell bei den Farben mit rein. Es sind viele, viele wunderschöne Farben mit dazugekommen.
Und ja, das hat das nochmal alles so ein bisschen neuen Schwung mit in die Zucht mit reingebracht, finde ich. Also ich finde das hier mega, mega schön und das ist nur ein großes G. Der Rest ist, könnte sogar echt sogar ein Flexen, weil mit, nee, könnte nicht mit der Mutter. Okay, vergiss es, was ich gesagt habe. Wie gesagt, ich finde ihn wunderschön und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr bei der Challenge mitmacht und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.